Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Coaster. Es geht für uns weiter. Heute noch ein klitzekleines bisschen hier am Berg. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge hier noch die Stelzen fertig gemacht. Und jetzt machen wir auf jeden Fall in dem Bereich so weit wie möglich zum Haushalt hin noch die Bepflanzung. Denn je nachdem, wie wir das Haus hier gestalten, vielleicht ändert sich das ja auch nochmal komplett und geht noch ein bisschen mehr unter die Bahn oder ich weiß noch nicht. Das ist ja erstmal nur so diese Grundidee gewesen. Und dann müssen wir vielleicht auch Bepflanzung ändern. Deswegen versuche ich nicht ganz so nah ranzugehen. Wenn wir damit dann fertig sind, dann gucken wir mal, an welcher Stelle wir weitermachen. Eventuell hier würde ich diesen Gang schon mal angehen. Dann haben wir was, wo wir bauen können. Und aber auch Streckenverlaufsdekoration drin haben, ne? Das ist dann so 2 in 1. Aber wie siehst du denn jetzt hier so am besten aus? Stein. Du siehst eigentlich immer anders gedreht sehr gut aus, ne? Hier in diesem Bereich. Ja, auch mal sehr praktisch. Guck mal, haben wir schon mal einen ordentlichen Bereich da abgedeckt. Es gibt halt echt Steine, die sind sehr praktisch für so manche Stellen und dann wiederum richtig bescheiden. Das könnte man vielleicht da noch so hinsetzen. Hier oben das Ganze etwas auslaufen lassen. Ich möchte jetzt auch nicht zu viele Steine hinhauen. Weil ich mir das Bild da jetzt nicht einfach nur mit Steinen so kaputt machen will, ne? Die sollen natürlich so akzentmäßig, können die hier überall vertreten sein. Aber damit möchte ich jetzt auch nicht übertreiben. Hier würde ich noch ein bisschen was an diesen Hang setzen. Aber wie gesagt, da kommen wir ja schon wieder in Richtung Häuser. Und ja. Müssen da ja einen schönen Übergang hinzaubern. Ich denke mal, wir sind hier recht schnell mit diesem Eckchen gleich fertig. Und dann geht es direkt da an diese Aktion. Ich denke mal, die Aktion hier Brücke. Das Grundgerüst dafür steht ja auch schon. Es muss jetzt dann nur fertig, ja, ausgearbeitet und weitergeführt werden. So, dass es halt gut aussieht. Hier machen wir mal jetzt so Cut. Da ich noch nicht weiß, wie das Gebäude verlaufen wird, wie das Gebäude hier weitergehen wird. Hier an dem Hang geht es auf jeden Fall noch weiter, auch mit Begrünung. So. Ich hatte heute auch wieder ein Erlebnis, ne? Muss ich euch von berichten. Hey, im Moment überschlagen sich die Ereignisse bei mir. Wir haben mit einem benachbarten Altenheim, was bei uns in der Nähe vom Kindergarten ist, hatten wir so ein kleines Projekt gestartet vor mehreren Monaten. Und zwar haben wir durch eine Arbeitskollegin Hühner organisiert. Und diese Hühner konnten dann halt im Altenheim auf deren Gelände, konnten wir die halt, ne, platzieren, also ein kleines Gehege und die Hühner dann, die dann wohnen konnten. Und wie gesagt, die hatten die Unterkunft und den Bereich zum Hinstellen gestellt dann sozusagen und wir haben halt uns dann um die Hühner gekümmert, sind dann mit den Kindern immer mal wieder dahin gegangen, so im Nachmittagsbereich, haben die gefüttert, haben ein bisschen sauber gemacht, ne, sowas. So. Und das Altenheim fand das halt so toll, dass die gesagt haben, ach, wir übernehmen die Hühner, ne, diese Kooperationsphase oder diese Testphase, die wir da hatten, die war halt ausgelaufen. Und wir haben gesagt, wir schaffen das halt zeitlich nicht, das jetzt auf ewig weiter fortzuführen, ne? Immer mit Kindern vorbeizukommen. Das war halt im Rahmen dieses Projektmonats, den wir da abgemacht hatten, war das halt in Ordnung. Das war halt mit eingeplant, aber so auf Dauer halt nicht machbar. So, und dann haben aber die vom Altenheim gesagt, ah, das ist so toll und die alten Leute haben halt auch so Spaß an diesen Hühnern, ne? Wenn die da im Gehege rumlaufen und gackern, dass die die behalten haben.
Und wir dürfen aber immer mal wieder noch mit den Kindern natürlich vorbeikommen und gucken und streicheln etc. So. Und weil ja im Moment bei uns schon Ferien sind und nicht ganz so viele Kinder da sind, haben wir heute beschlossen, komm, wir gehen mal zu den Hühnern. Wir gehen mal gucken, wie es denen so geht. Ne? Ein bisschen das Streicheln und Füttern und ja, einfach so eine schöne Zeit. So, da waren wir am Stall. Oder in diesem kleinen eingezäunten Gehegebereich halt. Und ein Kollege, der mit war, der sich eigentlich auch auskennt und schon öfter mit da war, ja, der hat dann hinter uns halt mal vergessen, das kleine Gatter wieder zuzumachen. Ihr könnt euch ja dann schon vorstellen, was passiert ist. Es war ein also zum einen erschreckend und nervenaufreibend. Zum anderen hatten wir einen Heidenspaß. Die Hühner sind halt ausgebüxt. Ne? Für diejenigen, die es jetzt noch nicht gerafft haben, die Hühner haben sich halt durch dieses kleine Gatter, was jetzt offen stand, ihren Weg nach draußen gesucht und sind in die umliegenden Büsche stolziert, sind jetzt müssen wir hier gucken, dass wir nicht in die Bahn reinkommen. Sind halt durch die Büsche getapst, sind auf den kleinen Hof da getapst, wo die älteren Leute halt gerade saßen und so ein bisschen die Mittagssonne genossen haben. Das war ein Chaos, diese vier Hühner wieder einzufangen. Ne? Die Kinder natürlich, oh nein, die Hühner. Das war ein Träumchen. Also ich könnte mir auch was Besseres theoretisch vorstellen. Aber so die Arbeitszeit rumkriegen, ne, das war herrlich. Es war ein Chaos. Wir haben sie am Ende jetzt alle wieder zusammengesammelt gekriegt. Und sind dann halt auch ganz schnell wieder gegangen. Aber es war echt ein Chaos, was wir da veranstaltet haben. Obwohl wir ja nur mal gucken wollten, ne? Ja, das passiert, wenn man halt in Gedanken ist und nicht aufpasst. Zum Glück ist es nicht mir passiert, sondern dem Kollegen. Aber ich würde mir sowas halt auch zutrauen, ne? Das dann einfach offen zu lassen. Herrlich. Also da hatte ich dann wirklich knapp 2 Stunden heute Spaß. Das war mein Highlight des Tages. Hühner einfangen. Und ich habe ja zum Glück auch jetzt nicht so das Problem. Also ich bin dann halt, ne, ruhig an die ran. Und hab die, jetzt wollte ich es mit meinen Händen zeigen, ne? Aber ich hab die dann halt so von hinten gepackt, festgehalten. Dann hatten die Kinder auch mal die Möglichkeit und die Chance, ne, die Hühner zu streicheln, als ich dann eins halt auf dem Arm hatte. Aber wie gesagt, die, ne, dann mal eben zu packen und zu fangen, war ja jetzt auch nicht das Ding dann, ne? Man musste sie nur erstmal aus den Büschen wieder rauslocken, in die sie sich natürlich versteckt haben. Das war halt das größte Problem. So, jetzt aber hier zurück mal eben zu unserem Berg. Ich bin mit der Bepflanzung soweit zufrieden. Ich würde das jetzt auch an dem Status lassen. Ich glaube, das blendet sich sehr gut ein in den Rest des Berges. Und jetzt würde ich, wie gesagt, hier an dem, an diesem Geknöse hier weitermachen. Wir müssen definitiv weiter runterkommen, weil jetzt gerade fahren die Leute da wie durch so eine zweite Brücke durch und das wollte ich ja nicht. Ich wollte das ja so weit unten haben, dass im Prinzip die Mauer verlängert ist und das hier dann unten unter der Schiene sitzt. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen umbauen, dass wir das hier natürlich dann hinkriegen. Ich mache den mal weg. Oh, das können wir sogar mit Beleuchtung umbauen. Das ist die Frage. Rastergröße. Ach, wir speichern. Ich wollte gerade sagen, warum lässt er sich denn hier nicht verschieben mal wieder? So, Rastergröße, Rasterhöhe. Ach, da haben wir ja noch das andere Licht. Ja, das holen wir dann gleich runter. Müssen wir nur gucken, wie tief wir gehen, weil oben ist ja schon ausgerichtet. Das bleibt ja so. Hier unten müssten wir dann auf jeden Fall bis da. Weil die Röhre, die müssen wir ja nicht verkleiden. Das ziehen wir dann auch erstmal runter. Was war denn euer Highlight so heute? Habt ihr schon was Spannendes erlebt, was Tolles, wo ihr sagt, boah ey, da kann ich mithalten? Ich habe heute das und das erlebt.
Dann erzählt's gerne. Berichtet mir von euren lustigen Sachen heute. Guck mal, da haben wir es doch schon. Ne, das reicht ja. Und ist das schon mal erweitert. Jetzt kommt halt die Geschichte, dass wir das natürlich in diese Richtung erweitern. Wenn ich mir das hier aber so angucke, geht die Mauer oder geht das hier natürlich recht schief. Die Bahn unten aber recht gerade. Ich weiß nicht, ob wir das dementsprechend dann oben anpassen. Wenn wir jetzt sagen, ne, wir nehmen das, schieben es hier rüber, dann sehen wir ja jetzt schon, dass das hier durchbrechen würde. Aber es ist unten, glaube ich, bündig mit der Bahn. Ne? Das ist das Wichtigste. Das ist das, worauf wir achten müssen. Oben, das können wir auf jeden Fall verändern. Die Bahn hier unten nicht mehr. Von daher setze ich es erstmal so hin. Und dann müssen wir uns nochmal mit dem Wegetool auseinandersetzen. Das ist ja meine Lieblingsbeschäftigung. Hier und das Wegetool, ne? Es ist auch die Frage, wie weit wir es ziehen. Weil hier fängt ja dann im Prinzip der Kurvenbereich an. Das kann man natürlich auch noch mitnehmen. Als Kurve. Wobei einen gerade kriegt man vielleicht noch hin. Nee, nicht ganz. Nee, da müssten wir schon einschlagen. So. Dieses Fummeln, ne, dass es perfekt sitzt. So. Und dann könnte man das hier ja dann abschließen, dadurch, dass ja hier dann die Bahn halt auch wieder anfängt und runterkommt. Aber das könnte man so definitiv schon mal hier gestalten. Jetzt ist nur die Sache, einfach den Weg weg oder die Erde wegdrücken wird nicht gehen, weil Weg, ne? Weil Weg. Heißt Weg weg. Ich habe es ja befürchtet. Aber dann müssten wir den hier eventuell nochmal komplett anders verlaufen lassen. Ich finde, der ist hier eh irgendwie komisch angebracht. Müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt hier oben nochmal besser gemacht bekommen. Das hier muss auf jeden Fall, wie gesagt, weg. Aber ich hätte ja schon gern, dass man hier oben halt langlaufen kann, ne? Das ist ja so mein Ziel hierfür gewesen. Jetzt machen wir es so hier, dass ja, wir da ganz knapp die Erde haben. Die machen wir dann dezent weg. Und dann lassen wir da den Weg langlaufen. Hier wird es nur, glaube ich, nicht gehen wegen der Brücke. Wir machen es aber so weit wie möglich. Das hier auch alles abflachen. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir hier den Weg wieder reinzaubern können. Es könnte ja eventuell funktionieren, wenn wir sagen, ein Raster ausrichten. Und uns das hier als Raster... Nee, geht nicht. Achso, ich wollte ja auch erst den Weg wegmachen hier unten. Also nicht den Weg, aber... Ne, was hier übersteht. Weil sonst haben wir da nämlich gleich das Problem. Dass wir das dann nicht wieder wegbekommen. Ja. Ganz vorsichtig. Nur so ein bisschen. So, und jetzt könnten wir nochmal mit dem Weg rumfummeln. So nah ran, wie es nur geht. Ja, haben wir hier schon schlechte Karten und ich weiß nicht warum. Da wird es gehen, hier dann nicht mehr. Hier wird es auch nicht gehen, aber warum? Weil die Bahn hier schon ist und zu niedrig ist, oder... Was ist hier das Geheimnis? Oder weil es zu schief ist? Ey, dieses Terraforming-Tool, ne? Das macht mich jedes Mal fertig. Wieso kann ich hier nicht glätten? Es ist offensichtlich,
Schief. Oh, nein. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Gehen wir da wieder zurück. Es sieht wahnsinnig flach hier aus. Ich weiß nicht, was das Problem vom Spiel ist. Den Weg hier auch nochmal wegmachen. Oh, ja, ganz toll. Ich wollte nur dieses kleine Stückchen hier wegmachen, weil den Rest brauchen wir. Danke. Ich habe jetzt gedacht, jetzt haben wir hier das so verbaut, dass wir das dann nicht mehr wegkriegen. Wäre natürlich blöd gewesen. Ist das echt das Problem mit der Bahn, die hier drüber verläuft? Ich hätte hier halt gerne, wie gesagt, diesen Laufsteg, ne? Dass die Leute hier halt lang gehen können. Aber doch nicht mit so einem riesigen Abstand. Hier würde es gehen. Aber warum denn nicht näher? Wegen der abflachenden Kante hier? Ist das echt das Problem? Das Problem ist jetzt halt, was wir jetzt auch gerade sehen, dass es dann da wieder durchbricht. Das ist ja nicht das, was ich gerne hätte. Aber es ist schon so weit, wie es mir möglich ist, ne? Ich sehe nichts. Ja, genau das habe ich gewollt. Sehr gut, Spiel. Hätte mir ja denken können. Habe ich es aber gleich wahrscheinlich wieder da rausgucken, ne? Ja, da guckt es schon wieder raus. Gut. Das klappt nicht. Ja, dann werden wir es so weit weg wie möglich da machen müssen, ne? Leider, leider. Jetzt halt super gerne näher dran gehabt, aber Spiel sagt halt nein. Sowas machen wir hier nicht. Das wäre ja Quatsch. Das ist ja, also, was für Ideen. Ich komme. Oh doch, guck mal, es geht jetzt näher ran. Halt nicht optimal, aber. War nur an der einen Stelle jetzt, oder was? Und was mir noch nicht gefällt, ist, dass wir da durchbrechen. Hat sich gerade gar nichts getan, ne? Wir können das ja ein Stück höher ziehen, das ist ja nicht das Ding. Versuche erstmal in die andere Richtung weiterzugehen. Warum nicht? Warum? Warum? Wenn mir einer dieses... Oh, hi. Dieses Tool erklären könnte, ne? Wir können es natürlich alles hier so ein Stück hochziehen. Dann hätten wir natürlich kein Problem. Wenn wir das Ganze hier so mit Geländer halt machen, aber. Und warum gehst du jetzt runter?
Aber ist mir egal, du gehst, du funktionierst dann da, ne? Hä, warum bist du denn jetzt auf dem Boden? Ist das so schief hier? Mal, wie das hier runtergeht. So wird's nicht runtergehen. Ich mach das mal nicht, bleib mal oben. Wir kriegen das noch hin. So. Nein. Upsi, dupsi. So ein Krampf hier ist, ne? Nein, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Das jetzt so stückchenweise. Das funktioniert zumindest. So, jetzt würde ich hier hinten nochmal einmachen. Wenn das geht. So, erstmal die gleiche Höhe finden. Die wäre da. Ich glaube, das geht hier dann aber nicht mehr, ne? Ich gehe stark davon aus, dank dem Gerüst hier. Hier würde nochmal einmal gehen, habe ich gesehen. Man da zumindest ein ja, Abschluss, ne? So, dann hätte man da die Möglichkeit lang zu laufen. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wie wir die Verbindung hier runter schaffen. Vor allem, wie wir die Verbindung hier schön runter schaffen. Oh, aber dann geht vorne die Ecke weg. Das nervt mich gerade. Ne, dass hier diese Kurve dann weg ist. Warum ist, geht vorne die Kurve weg? Das ist nervig. So wäre sie noch da. Mache ich erstmal so. Das ist die Sache. Wie können wir hier connecten? So. Hier kann man dann vielleicht so eine kleine Treppe hinmachen. Aber wir hätten das Ganze erst einmal verbunden. Und ich weiß halt noch nicht, was wir damit machen mit diesem Gebäude, ne? Ich wollte ja, wie gesagt, erst das Restaurant dahin machen. Ja, könnte man hier vielleicht nochmal so eine Terrasse machen, wo die Leute sitzen. Es ist zwar nicht sehr viel Platz, da können nicht viele sitzen, aber ja, mal ausprobieren. Jetzt ist natürlich die Sache, können wir hier vielleicht nochmal dran bauen? Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Wenn man das Gebäude dann kleiner macht, ja doch von hier würde es gehen. Ich weiß noch nicht, ob wir das hier verbunden bekommen. Ich glaube nicht, ne? Ja, so theoretisch. Aber das sieht ja auch kacke aus. Ui, ui. Nee, dann lassen wir das. Außer wir machen halt hier nochmal so eine Geschichte. Aber hier dann... So würde halt gehen. Wäre das vernünftig irgendwie jetzt noch schön? Naja, da fummel ich jetzt nicht weiter dran rum. Wir haben zumindest die Mauer hier schon mal erweitert. Das ist schon mal ganz gut. Pünktlich zum Ende der Folge versagt auch meine Stimme. Das ist auch gut. Oder auch nicht, wie man es nimmt. Wir werden dann in der nächsten Folge hier dran weiterbauen. Eventuell dann das Haus designen, gucken, wie wir das da umgesetzt bekommen und hier diese Lücke kaschieren. Und eventuell dieses Mauerwerk halt hier weiterführen und gegenüber anbringen. Ne? Das sind so die ganzen Ziele für die nächsten Sachen jetzt, denke ich mal.
Und dann arbeiten wir uns Stück für Stück voran. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!